Wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario Party 5 mit Jan. Nee. Der Glücksspiel-Aspirant, wie wir ihn nennen könnten. Willkommen im Glücksspielmodus. Ja, wir haben jetzt eine bessere Alternative gefunden, wie man das Mikro aufstellen könnte, und ich glaube, das ist auch besser für euch zum Zuhören. Ja, mal schauen. Ja, ich hoffe also. Wir machen dieses Mal kein Bild, weil die Bücher sind dieses Mal nicht im Spiel, sondern nur unsere Stimmen. Ja, ist das keine so? Bücher. Keine Bücher, nur das Mikro selbst und die Stimmen. Gut. Wir haben beim letzten Mal ja jeder gegen jeden gehabt, das heißt, dieses Mal ist Teammatch. Eher. Jetzt die Frage, willst du im gegnerischen Team sein oder nicht? Egal. Vor allem geht das überhaupt da schon? Ich glaube schon. Ja, er müsste gehen. Wäre schade, wenn nicht. Machen wir Take Team zuerst. Also, wir beide zusammen? Ja. Ja, gut, können wir machen, ist kein Problem. Wer sind unsere Gegner dieses Mal? Ich würde Luigi hatten wir schon, der ist der Betrüger schlechthin. Wir nehmen wieder Buche, weil das ist schlecht. Jetzt dreht er wahrscheinlich komplett am Rad dafür. Ja, gut, machen wir. Das können wir einstellen, so oder wollen wir doch so bleiben? Ja, machen wir Tag Team. Gut, dann Herzchen-Team. Ja. Herzchen-Team, was? Alter, ich hab schon immer gewusst, Yoshi und Waluigi, die sind sowas von ein Paar. Ja, wir sollten auf jeden Fall normal bleiben trotzdem, weil... Ja. Wir haben beim letzten Mal schon verkackt. Hey. Aber fett. Das war Glücksspiel. Kann man nichts machen. Gut, so ist das in Ordnung, wie wir es haben. Somit können wir reinstarten. Brauchen wir nur noch die Map. Spielzeugtraum hatten wir beim letzten Mal und wir gehen weiter zum Regenbogentraum. Ja, sagt mir wieder nichts. Eh nicht. 15 Runden wieder. Normales Paket. Bonussterne an, Handicap vergessen wir und ab geht's rein. Handicap, die wird mal so 5 Sterne geben oder so. Ich glaube 9 ist das Maximum. Easy. Ja, aber es ist genauso belastend, wenn ein Orakel kommt, bist du auf einmal wieder hinten. Was, Luigi? Ja, okay, der hat keine Ahnung, was der in der letzten gemacht hat. Ja, der hat einfach hardcore Disrespect rausgehauen, oder? Der macht das und gewinnt trotzdem. Echt? Willkommen im Regenbogentraum. Diese Welt ist aus einem himmlischen Traum geboren. Genieße den Aufenthalt in Luftschlössern und finde Gold am Ende des Regenbogens. Dann wollen wir doch erst einmal die Startreihenfolge festlegen. Verkack's jetzt nicht. Warte, ich würfel wieder mal 3 oder 4. Ah, doch nicht. Ich bin schon wieder Zweiter. Ey. Ja, ich bin lost. Ja. Also diesmal war es keine 10, sondern nur eine 1 ohne die 0. Ja, 1,0. Ne? Nächstes Mal ist 0,1. Ja. Du sollst auch okay drücken. Echt? Ja. Ah ja. Ja, Alter, ich sehe so weit rauf nicht, da sehe ich über meine Brille. Alter. Aber ich glaube, so ist es trotzdem besser. Natürlich zählt bei uns alles gemeinsam. Ah ja. Hi. wenn du da unten liegst, hört man dich jetzt recht nicht. Glücksspiele. Ja, du Glücksspiel. Ja. DK ist natürlich auch wieder am Start, so wie es sich gehört. Und ich hoffe, wir kriegen wieder ein paar schöne neue Minispiele. Wir spielen einfach dieses. Oh, 6 Cups, oh, da müssen wir hin. Dazu gibt es 6 Cups auf Feld, in diesem Spiel nutzt sie clever zum Sieg. Ja, okay, das ist ja kein Problem. Wasserfeld, was? Nee, heute nicht. Also, wenn es wirklich heute wieder genauso passiert, Kapselmaschine, wo ist denn die erste überhaupt? Hier ist nicht meine. Frechheit. Der erste Stern ist aber da oben. Ich weiß nicht, wie die. Meine Rede. Ja, meine Rede ist auch immer. Jetzt kommen wir erstmal Buhu, mal schauen, was der kann. Nix, wie wir es erst gesehen haben. Vielleicht hat er sie. Vielleicht. Ja, glaubst mir nicht, oder? Ich dachte, er hätte sich verbessert. Nein. Nee. Ich glaube, der wird immer schlechter mit der Zeit, weil am Anfang war er gut und jetzt ist er genauso wieder schlecht. Bei dir sieht's besser aus dafür. Läuft. Ja, endlich würfel ich mal mehr. Ja, aber letztens war ja echt ein Skandal. Regenbogen, was? Kostet 5 Münzen, kannst du aber raufgeben. Wart! Du bist ja zum Stern auch. Ja, okay. Wo komme ich da hin? Dann müsstest du links rüberkommen. Also da, oder wo darauf? Ja. Also ich muss da hin. Ja, muss da hin. Ich würde es nehmen. Wir könnten so machen, ich verzichte drauf, wenn ich da hinkomme und dass wir halt noch genügend Mützen haben. Okay. Ah ja. Ich muss da hier rauf, okay. Okay, das ist schon mal gesaved. So. Ah, okay, die würfelt auch ganz gut. Ja, du würfelst wieder eine 1. Ja, wäre jetzt aber in dem Fall nicht schlimm. Schade, kommt nicht mal zum Fail drauf. Ja, trotzdem 20 Münzen. Ja und? Sie sind weit weg. Also das nächste Mal halte ich einfach meinen Mund, wirklich.
Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch ein Witz. Bist du traurig, oder? Aber wir sind erst um eine Münze. Jawohl. Easy. Das macht den Unterschied. Glücksspiel! Nein! Oh, kein Glücksspiel! Hatten wir schon. Kein Glücksspiel! Ja, wie ist er leise? Jura, die Wii rastet auch gar komplett aus. Ja, weil sie ist auch sauer, weil es kein Glücksspiel gibt. Gut, das Spiel machen wir die Regeln nicht, das haben wir schon gespielt. Ich verstehe sogar, wow, die schaust es nicht hoch. Du warst das ist auch wieder Singleplayer, also in den Minigames gibt es natürlich keine Verbündeten. What, aber, ja gut. Wenn der scheiß Affe mir nicht davonlaufen würde. Zeig mir doch. Wenn ich da an einen Affe dazwischen rennen würde bei mir. Ich stelle mich schon die ganze Zeit auf die Farbe ein und dann kommt irgendein anderer. Nein, er hat mir gerade so ganz frech den Hintern gezeigt vorhin. Hol den Goldenen, nice. Hab ihn, ist egal wohin. Ja, ist egal, Goldenen kannst du überall hin. Und? Ja gut, ich krieg nichts mehr. Aber ich hab's geholt diesmal bin ich Erster. Ja. Ja okay, diesmal hatte ich aber auch viel Glück, muss ich sagen. Die Affen waren gleich direkt da. Und immer wenn ich einen abgeben wollte, ist ein anderer Affe dazwischen gerannt, dass es nicht mehr golden hat. Ja. Das war glaube ich 2-3 Mal so. Gut, das Herzchen-Team führt also mit. Ja, Alter. Das heißt, ich könnte jetzt auch raufgehen, ist eh egal. Love is in the air. Wenn ich überhaupt drauf komme. Gibt's da eigentlich nur das unten und oben oder gibt's da mehr? Gibt's mehr, 4 gesamt. Also okay, sonst hätte ich gesagt, einer bleibt dort, einer dort, ne? Das ist sonst ein bisschen klein, würde ich sagen. Ja, und da kann man ja cheesen. Du bist dran. Zeig, was du drauf hast. Jawohl! Nicht auf sein eigenes Feld. Ja! Glücksspiel! Gib her. Gib her. Okay. Ich habe einen Pokéball. Don Banano. Das ist der Affe, den wir gerade gefangen haben. Ja, ich kriege ihn einfach nochmal. Was kannst du eigentlich? Mehr als eins würfeln. Oh Gott, Ehre entwendet. Der Pfanne gewendet. Da, schau, die können sich wieder keinen leisten. Aha. Kommt aber trotzdem nicht aufs rote Feld. Ja, und? Ja, jetzt macht eh Buhu wieder. Ja, ist klar. Der Don Banano Kapsel, verstreue alle Kapseln eines Spielers. Ja, okay, können wir schon vergessen. Ja, gut, immer. Hey, der schaut fast aus wie eine 1, das geht noch durch. So, soll ich jetzt raufgehen oder nicht? Ja, mehr genug. Scheißegal. Gut, ich geh rauf. Ich glaube nicht, dass unten direkt der Stern kommt als nächstes. Wenn schon, dann RIP. Das wäre so. Aber ich möchte in der Folge von meiner Sicht schon mehr zeigen als nur die untere Plattform. Ja. Bis ich da einmal im Kreis gelaufen bin, dauert es auch wieder 10 Runden. Ja. Nein. Easy. Das müssen Glücksspiel. Das müssen wir aber gewinnen. Glücksspiel. Komm, 50. Okay, 10. Glücksspiel! Nein, nicht der Teil. Was willst du denn spielen? Was ist denn das Glücksspiel? Das ganz linke. Ja, komm, mach mal, ist egal. Können wir die Reihe bitte umbenennen in, keine Ahnung, Let's Play Glücksspiel 5 oder so? Glücksspiel 5? Let's Play Mario Glücksspiel 5. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Let's Play Mario Glücksspiel 5. Ja. Straßen des Glücks. Ja. Stimmt. Lies die Kommentare. Jo, das lass nachher spielen, oder? Okay. Lies die Kommentare und wähle die beste Maschine aus. Sieger ist derjenige, der das Ziel erreicht. Und deswegen ist Glücksspiel, denn auch wenn du das durchliest, das heißt nicht, dass es richtig sein muss. Nee, das heißt einfach nur, ja, versuch was richtig. Je besser der Kommentar, umso besser die Chance. Es kann auch dort stehen, eigentlich zu gar nichts zu gebrauchen und trotzdem gewinnt's. Ich nehme das. Okay, das ist nicht bei uns. Ich hätte gedacht, die Wii sucht so. Ja, ich dachte auch gerade, ich habe auf dem Laptop zuerst geguckt. Na, ich glaube, da draußen ist wieder irgendwie mit der Nachbar, mit der Flex oder sowas. Stört uns schon nicht. So, Daisy darf als erstes. Heute prima im Voran. Wieso darfst du? Ich nehm sowas von den Aladdin-Teppich. Ja. Ich nehm sowas von den Teppich. In Schicksalshand vor allem. Alter. Wahrscheinlich, das wird hart. Ich nehm so den Teppich, Alter. Aber wichtig, es muss nicht sein, dass die Maschine broke ist. Es kann auch was anderes passieren. Jetzt bin ich gespannt. Alter, Alter, auf dem Teppich genauso wie vorher, Alter. Jo! Du bist weg. Lächerlich. Nein!
bin auch weg. Ja, da, du bist einfach nur schlecht, Mann. Der stand doch in Schicksalshand. Ja, schau, sogar, schau, der hat als erstes auswählen dürfen, das ist unfair. Ja, deswegen sollst du auch lesen, aber die Sache ist halt, es muss nicht mehr sein. Ich habe schon das Spiel ein paar Mal gezockt und ich glaube, in 10% der Fälle gewinnt die Schlechteste sogar. Ja, in Schicksalshand. Ja, komm, ganz ehrlich, das hätte man eigentlich denken können, dass sowas passiert. Ja, okay, das heißt... Wir haben keine Münzen mehr. Der Stern ist los. Warum bist du auch so schlecht? Ja, never lags. Fuck, was tun wir jetzt? Münzen sammeln. Also jeder muss die 10 abgeben, das heißt, oh fuck. Also ich muss eigentlich jetzt mit meinen Einsen rauszögern. Ist echt so. Ja, stimmt eigentlich. Das Gute ist, sie können sich nur einen leisten, weil der jetzt auch raufgegangen ist, der Idiot. Ich wette, das Glücksspiel macht wieder anders. Naja, aber bis die dort sind, glaube ich, kriegen es noch. Ja, aber muss nicht sein. Don Banano Kapsel. Ah ja. Hey, wir könnten noch ein paar Münzen opfern, dass sie diese Kapsel verlieren. Das Problem ist nur, es ist genau die gleiche. Ja, und das können wir halt nochmal machen. Da schau. Da steht, verstreue alle Kapseln. Also kriegen wir die dann los? Nee, ich glaube, die werden automatisch eingesetzt, ohne dass die anderen wollen. Also die kommen automatisch auf irgendwelche Fälle. Ach so. Bringt sich nichts. Ja. Du kannst sie von mir aus einsetzen, aber es bringt halt nichts. Oder? 4. Scheiße. Jetzt können wir einen Kreis. Soll ich mich gleich raufschleichen? Ich glaube schon. Mach. Ich glaube, vielleicht ist da oben der nächste. Was haben wir denn da? Ich glaube, da oben ist ja, soweit ich weiß, sogar ein Ding, da kannst du einen Stern rauskriegen. Easy. Wenn du Glück Glücksspiel. Hast. Ja, ist wirklich. Okay, die setzen auch nicht ein, ist eh logisch. Aber die kommen auch nicht hin. Oh, ja, die sind beide weg! Wieso beide, was? Die stehen beide auf der. Ich kenne das Item, da bricht das ein. Echt? Ja, und weil der auch da drauf steht nebenbei, ich glaube, der müsste auch baden gehen. Schau, Kamel, aber mit K, Kamek. Das müsste jetzt einbrechen. Ach so, diese. Ah ja. Ja. Easy. Tschüss. Nice. Ah ja, easy. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit gewonnen. Ja, gewinn das fucking Minispiel, Mann. Ich weiß, ich werde jetzt hochwürfeln. Ja, eins. Ja, Grüße ans Best-of, gehen raus, oder? Oh Gott, die ewige Eins. Da schau, jetzt können wir wieder absahnen, also bemühe dich. Am besten wäre ein Glücksspiel, ja genau. Ein Glücksspieler, ne? Kratzende Kufe, ich krieg einen Anfall, warum jedes Mal die gleichen? Ja, freischalten ist nicht. Diesmal nur nach links und rechts lenken, ja. Nicht nach oben. Ja, also zuerst auch verloren, also jetzt muss ich hier richten. Ja, das war reines Pech. Ja, Buhu, das war Absprache. Das war geplant. Ich wollte den Buhu nicht irgendwie so nahe treten. Siehst du, geht doch easy. Ja. Auf jeden Fall Rekord brechen. Nein! Ist doch egal, Alter. Wir können jetzt sagen. Ja, trotzdem, ich will gewinnen. Ja, Alter. Es ist noch immer eine Runde mehr. Aber ein Rekord ist auf alle Fälle. Ja, Alter. Sieg ist Sieg für später. Schau, dann. Die machen die ganze Zeit Paarlauf. Ja, eh. Nee, das Problem ist, eigentlich müssten wir uns auch die Siege ein bisschen aufteilen bezüglich Bonussterne. Ich weiß nicht, ob die im Team gehen. Was, wie meinst? Ich weiß nicht, ob die Bonussterne bei Teammodus, ob die dann an Einzelspieler gehen oder ob die dann im Team sind. Also meinst du zu sprich, wenn du jetzt, 5 gewinnst, ich gewinne jetzt 5 und einer von denen gewinnt 6 und der andere nur 1. Ach so, meinst. Ja gut, dann gewinnen wir halt einfach alles. Ja, da hätten wir 10 gewonnen und die insgesamt 7. Ich weiß nicht, ob der dann an uns geht oder ob dann an den anderen, weil der jetzt 6 hat, der eine. Ich nehme an, dass das addiert wird, aber... Ich hoffe schon. Sonst würde es ja keinen Sinn. Ja, wenn es so ist, dann würden wir auch gemeinsam den Ding kriegen. Das heißt aber, wir dürfen in keiner Kategorie unterlegen sein. Weil sonst wissen wir, dass der andere die bekommt. Ja, dann gewinne ich halt dieses Mal bei der Slot. Wenn die überhaupt kommt, Kampf-Minispiel hatten wir schon. Da schau, easy, Münzen. Ja. Du würfelst jetzt einfach... Lauter Eins. Nee, eigentlich, wenn du jetzt, nee, auf, wenn du ich jetzt komme auf jetzt auf irgendein Feld, was halt nicht eins ist. Ja, und wenn du jetzt, wenn du jetzt auf ein Blaues kommst, haben wir eh 20 Münzen. Ey, das meine ich ja. Wenn du auf ein Blaues kommst, oh, Glück gehabt. Easy. Ich kann halt würfeln. Du würfelst wieder eine Eins, kommst nicht hin. Ich hoffe nicht. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wenn es ein Platztausch ist, weine ich. Nee, das ist glaube ich nicht. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht ändert sich jetzt der Kumpelgegner. Ich werde eure Kapsel neu
Hey, die klauen uns unsere echt sinnvolle Kapsel umziehen. Dieselbe, die was die hatten. Ja. Respekt, Kollegen, Respekt. Das hat sich auf jeden Fall 10 Münzen gelohnt. Ja, die machen halt wieder einen Flex, oder weil sie mehr Münzen als wir haben. So einen Move hätte ich eher auf Buhur verwettet. Ja, der hätte zuerst die. Oh Mann, dieses Text. 2. Ja! Oh, bist du deppert, was ist denn los? Nicht auf den... Oh, Glücksspiel. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht aufs rote Feld. Das ist aber ein Problem. Hey, wenn's vorm Stern ist, ist es wurscht, weil Kuba ich Bank! Kuba Bank Kapsel. Scheiße. Aber ich bin ganz schön nah dran. Also jetzt ein 1 würfeln wäre natürlich ein Skandal, aber... Ich bin immer noch zuerst dran, also gönne ich noch ein paar Münzen raus. Ja, das heißt, ich würde in dem Fall auf jeden Fall die Strecke... Hey, wir spielen was Neues. Ja. Endlich. Area 53. Muss ich kurz überlegen. Ah, ja. Glücksspiel. Nein. Führe gleichzeitig mit deinem Partner Stampfattacken auf den passenden UFO-Feldern aus. Ihr braucht 5 Punkte zum Sieg. Da sind oft oben am Bild, siehst du das links, sind solche UFOs und wir müssen die halt auf den Dingern finden und dann zeitgleich eine Stampfattacke machen. Okay, das können wir ja vielleicht doch. Wir können uns wenigstens abstimmen, weil wir wissen eigentlich, wie scheiße das ist mit dem Com-Gegner. Ja. Das ist eigentlich so akzeptiert für Zeitunterschied mit Stampfattacken. Keine Ahnung, jetzt müssen wir erstmal gucken. Okay, das ist die andere ist links unten. Hammer. Gut, wieder da und... Nein, war Blödsinn. Da unten und... Scheiße, wo ist das? Ja. Wir sollten schneller machen, die sind ganz schön schnell unterwegs. Jawohl. Okay, dort und... Fuck! Die ist bei mir unten, rechts unten, rechts unten. Über mir eins. Du, Alter. Über mir eins, genau. Scheiße, jetzt haben wir verloren, glaube ich. Ja, Alter, ich sehe es halt kaum. Alter. Ja, ich auch nicht. Vielleicht sind die scheiße. Nee, sind die nicht. Die sind scheiße. Ja, wir hätten uns den einen Fehler nicht erlauben dürfen, dann hätten wir es, glaube ich, gehabt. Ja, ich erkenne das halt kaum. Wobei, sitzen wir eh schon ganz schön nah dran. Ja, ich erkenne es halt trotzdem nicht, einfach nur von der Form her. 20 Münzen! Ja, jeder 10, ne? Ja, interessiert uns eh nicht, die kommen eh nicht hin. Noch nicht. Ja. Drei Machen Münzen. Wir einfach Slot. Drei Münzen jetzt. Ein blaues Feld. Bitte ein blaues Feld. Ich bin eh vor dir dran. Ja. Schon, er gönnt wieder. Verstreue gegnerische Kapseln. Ja, die nehmen uns unsere Bank weg. Viel Spaß. Weil sie nicht weiß, was die macht. Ja, brutal, da geht's nicht noch, oder was? Ja. Die Bank, jedes Mal, wenn du vorbeigehst, musst du, glaube ich, 5 Münzen zahlen. Wenn man vorbeigeht? Wenn man vorbeigeht, dann muss man nicht direkt rauslösen. Und wenn du drauf landest, bekommst du das, was gesammelt wurde. Ah ja. So müsste es, glaube ich, sein. Ja, der kann sich's leider leisten, aber er kommt nicht drauf. Vielleicht, warte, kommt jetzt wieder auf dasselbe. Das wäre irgendwie zu traurig. Knapp. Ja gut, er hat den 10 Würfel, ich meine. Wäre zu geil gewesen. Das nächste ist eine 1, ne? Ja. Oder Daisy kommt drauf. Wäre theoretisch auch möglich, so bitte enttäusch mich jetzt nicht. Scheiße, wenn die Bank da ist. Fuck. Ja, und dann kriege ich halt woanders Münzen. Ja, es ist so. Ah ja. Ist ja richtig lächerlich. Scheiß Komm-Gegner, Alter. Würfel eine 1. Bleibt mir was anderes übrig? Danke für deinen Besuch. Ja, tschüss. Das war kein Danke, das war einfach nur fick dich, würde ich dem ins Gesicht sagen. Hätte es beim Minispiel besser gemacht. Dann müssen wir uns echt wirklich jetzt gerade vorhalten. Wir waren uns relativ sicher, dass ist so was hier passieren kann. Typisch Mario Party. War unser Fehler. Die geht jetzt auch hoch, nicht wahr? Vielleicht haben wir einen Vorteil und wenn die jetzt da weit oben sind und der Stern ist bei dir drüben, wäre ganz cool. Müssen wir gucken. Da schon. Easy und ganz einfach. Das gibt's doch nicht! Die beiden kommen einfach nicht dorthin jetzt. Ja! Easy. Das ist schon scheiße, wenn ich jetzt das letzte dran bin. Hey, wir dürfen wieder was Neues spielen. Jawohl! In dieser hohlen Gasse. Oh! Was? Kein Glücksspiel.
Es ist eine hohle Gasse. Ist das mein Kettenhund? Ja, ist es. Lass den Kettenhund herankommen und schnapp ihn mit deiner Lampe. Gewonnen hat, wem der Kettenhund am nächsten kommt. Verdammt. Das heißt, du musst einfach abschätzen, wann du den A-Knopf drückst. Tschüss. Ja. Tschüss. Jetzt ist die Frage, deutet der an oder ist der konstant? Er kann manchmal Vollgas herkommen, er kann manchmal auch, er hat verschiedene Systeme. Muss einfach abschätzen. Oh, Glück. Ja, ich war richtig schlecht. 3 Meter. Ich habe jetzt direkt, nachdem er sich noch ein bisschen bewegt, habe ich gedrückt, weil ich wusste, wenn der jetzt spontan herkommt, dann ist mein AA weg. Na, da gibt's so 10 Münzen. Ja, weil es halt nur einen Sieger gab, nur weil es nicht im Team war. Scheißegal. Ja, und der würfelt jetzt eine 1. Ja, hat er super gewürfelt. Aber wieso sind die nicht so schlecht wie du? Safe State bitte. Das wäre cool, wenn er das jetzt gemacht hätte. Ja, ich wette, der Stern ist jetzt genauso 2 Felder hinter mir. Dann fängt der Betrug schon wieder super an. Ja, dann musst du es halt du holen, ich schleich mich noch höher. Ja, immer so auf verschiedenen. Es ist eh, glaube ich, die beste Taktik beim Teammatch hier. Einfach immer auf 2 verschiedenen. Ja. Das ist aber gut. Zum Glück ist der Easy raufgegangen, du. Muss man jetzt eigentlich ganz hoch, dass man wieder runterkommt, oder wie kommt man runter? Jetzt musst du zur nächsten rechts hin und dann musst du nochmal. Also 10 Münzen müsstest du jetzt zahlen insgesamt. Was? Du müsstest jetzt, wenn du da runter gehst, geht ein Regenbogen weiter. Wohin? Ja, zur rechten Insel. Es gibt da 4 insgesamt. Ach so, und dann geht's bei der rechten runter. Genau, das ist einmal so im Kreis. Ach so, das ist ja richtig. Das Problem ist ja, ich bin gerade am Überlegen. Du gehst rechts. Das kostet nur 5. Ja, du gehst rechts. Ja, ey. Da ist nämlich ein Glücksspielapparat, deswegen. Ja! Ich hab jetzt rechts extra erwähnt, weil links auch einer war. Nicht, dass du jetzt eine Runde drehst wegen dem Scheiß. Nö. Schau, ich krieg wieder. Stachikapsel, nice. Was ist denn das? Kannst deinen Gegner schaden. Easy. Gelb ist immer gegen den Gegner. Easy. Das Problem ist, es könnte. Ich speedrun einfach durch alle Maps. Es könnte schlimm enden, wenn die jetzt eine 4 würfeln. Hä, wieso? Jetzt kommt die auf das Ding drauf und kommt wieder runter am Start. Echt? Siehst du das Teil? Easy. Die schummeln einfach hardcore. Die kommt einfach nur auf das Feld. Wenn die eine 4 würfel, ich call es schon wieder. Ja, wieso sagst du sowas auch? Weil es in der Aufnahme sowieso egal ist, sie würfelt sowieso. Nee, wenn ich sag, du würfelst eine 1, dann würfelst du eine 1. Mir kommt es teilweise wirklich so vor, sobald. Ne, Wii ja, oder. Buhu schleift sich aber auch runter. Ernsthaft? Ja, der ist mit diesen. Kalung See. Rosen mit runterkommen, oder? Die gehen einfach im Team, oder? Alter, das. Das ist Teamherzchen, die machen. Ich greife deinen Mitspieler an und schild ihm 10 Münzen, das gönn ich mir jetzt. Gönn dir, wenn es mich selbst angreift. Schau, dann können sie sich nicht einmal mehr leisten. LOL, still mir. Gockel gehabt! Ja, jetzt können sie es sich nicht mehr leisten. Fürs Erste. Ja. Voll ins Gesicht. Geil wäre es gewesen gegen ein komplettes Team. Ja, weil sie am selben Feld stehen. Ne? Ja, beide getroffen. Allgemein beide, dann werden es auf einmal 20 die weg sind. Ne, 3. Was machst du? Das ist ein eigenes Feld. Ja, dann gönn. Die Frage, was bringt's? Mal schauen. Vielleicht kommst du auch runter mit. Möchtest du mit der Windgondel fahren? Wahrscheinlich kommst du auf der anderen Insel oder runter, mal schauen. Entweder da oben, ja, vielleicht komme ich da oben jetzt raus. Ach so, kostenloser Switch. Ja, okay, macht jetzt nicht viel Unterschied, wenn jetzt der Stern dann wieder links ist. Wahrscheinlich wieder so dieselben 2 Felder. Ja. Oh. Blütenzauber. Glücksspiel. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Enttäuscht mich. Warte. Nee, kein Glücksspiel. Mäh. Sammle die Blumen, die vom Himmel fallen. Sieger ist der Spieler, der die meisten Blumen sammelt. Ja, das kann ich ja nicht. Im Wasser kannst du dich nur langsam bewegen. Okay, es könnte. Nee, einfach hinlaufen und fertig. Ja. Und mit A springen. Ja, springen in Ordnung. Das ist eine Hochzeit, ganz einfach. Eha, Glückwunsch. Die schießen jetzt hoch und da kommen jetzt die Blumen. Nee, eigentlich dreht man sich um und schießt nach hinten. Ja, eigentlich. Ich will nicht heiraten, ich bewege mich nicht. So guten Blumen, die was da sind, muss es eigentlich schon tun. Oh, goldene. Genau. Sorry. Ja, egal. Wir sind aber in Führung beide. Gönn da Gold. Ja. Bleib mal da unten.
Da ist wieder irgendeine goldene. Nice. Ich würde eigentlich auf dem Gleichstand hintendieren, verdammt. Weil dann würden wir beide 10 kriegen. Kriegen wir auch so beide, wenn wir als Team gewonnen haben, oder? Nee, das ist ein Einzelspieler. Echt? Hätten wir jetzt, glaube ich, hätten wir es jetzt zugemacht, dass wir uns versucht haben, gleich viel, dann... Schade. Ja, Elsa hat gesagt. Ja, das ist mir jetzt zu spät eingefallen. Da habe ich jetzt gerade gar nicht... Ich dachte mir das gerade nur so.